Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Gothic 2, das Goldene Tor. Wir sind zurzeit mit Logan am Jagen, also das macht er ganz allein, das macht er auch souverän, der ist unbesiegbar. Da ist nichts. Und ich kann die Sumpfeier nicht looten, obwohl ich extra mehr Tiere ausweiten gelernt habe in der letzten Folge. Ich meine, es wäre so oder so wichtig gewesen, deswegen werde ich auch die Entscheidung hoffentlich nicht bereuen müssen. Ich gucke zu, wie der das macht. Das macht er nämlich ganz gut. Der ist unbesiegbar, ich bin's nett. Und wir kriegen EP. Dementsprechend ist das eine gute Idee. So. Nochmal 720 EP für uns. Die nehmen wir doch gerne mit. Das ist nämlich wichtig. Das macht viel aus. Ich hoffe, es sind mehr als die paar. Oh ja, Dufte. Oh, wir brauchen so viel Level-Up-EP, Mann. Okay. Wir brauchen noch zwei für die schwere Nagelkeule. Es wird kräftezehrend. Da kann ich euch mal drauf einstellen. Bis wir so weit sind. Heieieiei. So, aber wenigstens können wir jetzt schon mal Lurker-Klauen entnehmen. Zugegebenermaßen nicht ganz der heiße Scheiß, aber egal. Hey, kommst du auch? Nein? Egal, dann krieg ich auch notfalls alleine klein. Da ist nichts. So, dass wir töten hinten wirklich alles unfreier, wie es scheint. Was sich irgendwie nicht so ganz lohnt, wenn wir sie nicht ausnehmen können. Aber naja. Der hat die Akku genommen. Oh, dann hat er schon gekillt. Das war's mit dir, du Mist. Hey, Sumpfeizahn, kann ich entnehmen. So ein toter Sumpfei ist ein guter Sumpfei. Das sage ich auch immer. Aber diese Biester kommen immer wieder zurück, immer und immer wieder. Es vergeht keine Stunde und schon sind wieder welche da. Wer weiß, vielleicht haben sie hier irgendwo ein Nest. Auf jeden Fall war es ein Vergnügen, einige zu töten. Du warst sehr hilfreich. Naja. Okay. Also bei denen können wir doch Haie-Zähne entnehmen. Okay, doch nicht. Bei dem einen ging's. Nein, jetzt machst du den hier aggro, oder was? Ey, das geht nicht. Du Penner. Was war das für ein komisches Aggro-Verhalten? Da ist nichts zu holen. Genau in dem Moment. Nichts zu holen. Wo es uns was gebracht hätte. Dass du den in Ruhe lässt. Bringst ihn natürlich um. Danke dir, Logan. Vielen, vielen Dank. Okay. Also manche haben zum Feizahn. Ich frage mich, woran das liegt. Also scheinbar war es mal gut, die Zähne wenigstens zu entnehmen, auch wenn wir die heute nicht entnehmen konnten. So, sehr schade. Da hinten sind noch weitere Sumpfeier. Ich meine, es war jetzt auch nicht wichtig, den Last Hit zu machen. Das wäre ja auch Quatsch. Das haben wir ja in keinem Fall getan, dass wir den letzten Schlag draufgehauen haben auf die Viecher. Das war ja immer der Logan. Hier sind weitere Holzstämme, also irgendwas kann man da bestimmt mit machen, mit der Holzverarbeitung. Wie es scheint. So, das heißt, der hintere Bereich hier ist schon mal relativ clean hier, ne? Also, der eine Weg, der andere hintenrum. Da lauern noch Sumpfeier, die hätte man jetzt vielleicht Slogan lotsen können. Ja, vielleicht schon, aber wäre auch wieder eine schwierige Angelegenheit geworden. Auf jeden Fall haben wir dem schon mal geholfen. Also Tom und Logan, muss ich sagen, waren wenigstens ergiebig. Hier konnte man wenigstens was machen. Das heißt, wir kommen jetzt hier auch problemfrei her. Da oben sind ja diese Siedler. Zu denen kommen wir auch noch, aber erstmal will ich zurück ins Lager. Denn eventuell ist der Tom wieder fit. Oder wir pendeln bis zum nächsten Morgen und dann ist er fit. Ansehen haben wir auch bekommen. Nee, der schläft tief und fest. Können wir den aufwecken? Okay, nee, der beendet den Dialog und legt sich hin. Dann gehe ich trotzdem nochmal ins Lager, denn ich möchte gerne
dass wir dieses Lied noch trällern lassen. Wer war es? Vom Albert? War das der Albert? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und guck mal, wo sich Kirko rumtreibt. Vielleicht hat das mit der Truhe da hinten zu tun, die verschlossen ist. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Kirko hat nichts zu sagen. Ich denke, da ist Gustav unser Ansprechpartner. Der hat ja gemeint, er erzählt uns alles über das Lager. So, Albert. Spiel ein spektakuläres Stück. Also gut, der Wunsch meines Publikums ist mir Befehl. Versuchst du in... Verdammt. Ich habe versucht, die Dinge zu beklauen. Der spielt jetzt einfach nur ein spezielles Stück. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es noch in irgendeiner Weise EP gibt. Leider wohl nicht. Kann ich ihn einfach unterbrechen dabei oder ist es dann irgendwie doof? Ist halt die Frage, sollen wir jetzt abwarten, bis das Lied vorbei ist und kriegen dann noch irgendwas von ihm? Vermutlich nicht, man kann einfach nur das Lied anstimmen lassen für 50 Gold. Ja, dann klimper du mal für die anderen. Der Brago hat noch nicht mitbekommen, dass wir irgendwem geholfen haben. Das klimpert jetzt hier im Hintergrund quer durchs Sumpflager, wie es scheint. Auf jeden Fall interessant. Dann gehe ich vielleicht jetzt doch nochmal des Abends zu den Siedlern und quatsch wenigstens noch mit denen. Auf jeden Fall ein sehr lautes Lautenspiel. Das sich jetzt hier in die Standard-Hintergrundmusik hineinschmiegt. Und wir gucken mal hier jetzt, was hier los ist. Damit natürlich direkt wieder Crawler oder so. Die einzigen Wesen, die wir wieder nicht ausnehmen können. Neben unzähligen anderen, aber können wir auch nicht. Ach, Nord ist... Alles klar. Erst zu den Siedlern. Da sagt er auch, er ging davon aus, dass ihm nichts passiert ist. Rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Okay, dafür lade ich neu. Doch ein bisschen großer Verlust für zwei Schinken. Super, können wir direkt dem nächsten helfen. Albert sucht dich. Wirklich, der Meister sucht mich. Stimmt, ich war schon lange nicht mehr im Lager. Bitte sag ihm, seitdem ich Katte getroffen habe, ich die ganze Welt vergessen habe. Ich will nur noch mit ihr zusammen sein. Du hast doch den Verstand verloren. Kranke Aussage. Wo er eine Frau getroffen hat. Okay, er hat dazu nichts mehr zu sagen. Und Kate sagt auch nichts dazu. Und du hast keinen Namen. Und bist dementsprechend sowieso unwichtig. Ich überlege gerade... weil es so schwer sein wird, ob wir mal ein paar unwichtige NPCs einfach so niederstrecken sollten, also sofern wir überhaupt dazu in der Lage sind, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber da hätte ich schon fast Lust zu. Denn wir brauchen hier auf jeden Fall eine Menge Erfahrungspunkte. Jetzt taucht doch gleich wieder ein Skelettmagier auf. So genau wie in der anderen Höhle. Da willst du einfach nichts ahnend und friedlich Pilze sammeln, am Ende wirst du in einen Eisklotz verwandelt. Aber scheint wohl nicht der Fall zu sein. Hier ist alles sehr, sehr ruhig. Also da sind ein paar Siedler. Und das sind wirklich nur ein paar, ich dachte es wären mehr. Und da oben haben wir direkt einen Steingolem. Okay, das ist End of the Line. Also interessante Siedler.
Das war einfach nur Kate und jemand weiteres Unwichtiges. Dann ist der Notte hingelaufen und hat sich dazu gesellt. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, da wären ein paar mehr Menschen. Ein Glück bin ich hier noch direkt hingegangen. Dann können wir wenigstens dem Albert berichten, dass sich der Nord wohl verliebt hat. Tja, das war natürlich wieder klar. Kein Wunder, dass er nicht mehr auftaucht. So, dann soll Tom erstmal weiterpennen. Ich hoffe, der wacht dann noch wieder auf, weil ansonsten wird es ein bisschen kritisch. Bezüglich Kirgos Geheimnis. Da hätte ich nämlich überhaupt keine Idee mehr. Ansonsten hat ihn einer von euch noch eine Quest? Nee, ne? Alles klar. Mal gucken, ob es mit den Tiertrophäen rächen wird oder ob es eine gute Idee war. Weil es ist immer sinnvoll, das so früh wie möglich alles zu können. Aber wenn man dann zu schwach ist, mit den Gegnern klarzukommen, war es vielleicht doch nicht so praktisch. Egal. Ich habe Not gefunden. Wirklich? Wo ist er? Er hat sich den Siedlern angeschlossen, die in der Nähe des Kriegerhauses leben. Wie? Was? Warum? Er hat sich wahrscheinlich in eine der Siedlerin verliebt, Carter. Was? Er hat sich in eine Siedlerin verliebt? Das muss ich mit meinen eigenen Augen sehen. Führst du mich hin? Hm. Gut. Dann geh. Ich folge dir. Das müffelt irgendwie danach, als ob jetzt irgendwas passiert und am Ende sind die tot oder verschwunden. Aber egal. So, du rennst mit? Ich glaube schon. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich da gerade eben gewesen. Glaub ich da schon wieder hin. Ach, der Bonzo trainiert nur, ne? Okay, ich dachte schon, dass hier wieder irgendwas passiert. So, pass auf, wir haben doch den jetzt dabei. So, das heißt, wenn er was tötet, kriegen wir auch die EP. Vielleicht wäre das jetzt die Möglichkeit, den Skelettmagier zu bezwingen. Und noch andere Sumpfreie, je nachdem, ob der Albert unbesiegbar ist oder nicht. Und ob wir überhaupt die EP bekommen. Hier taucht der Penner auf. Nein. Ach, Mann. Ach, nieder. Nein, lass dich nicht beschwören. Aber Albert ist unbesiegbar. Aber ich sterbe hier am Frost. Aber die Idee ist gut, ne? Noch müssen wir halt ein bisschen über Bande spielen. Das lässt sich nicht vermeiden. Oh, Skelettmagier, bla bla bla. Als ob der mich schon wieder trifft. Das war doch gerade eben versehen. Das war doch keine Absicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Babbel keinen Scheiß. So, jetzt hat er Blut geleckt. Also sowohl der Albert als auch der Skelettmagier. Wo rennt der hin? Ich glaube, der ist ein bisschen verpackt. Ja, Albert, so hätte ich ihn auch platt gekriegt, ne? Okay, jetzt haben wir den irgendwie ein bisschen festgeglitscht. Ah, das wäre keine EP mehr durch das Skelett, das im Nachhinein noch gespawnt wird. Aber ich glaube, das wäre vielleicht auch dann wieder zu viel des Guten gewesen. Einfach mal zufrieden sein. 300 DP sind 300 DP. Skelettmagier ist tot. Das ist schee. Dann haben wir hier noch die Dunkelpilze mit. Finden ansonsten natürlich gar nichts. Das ist aber wirklich nur ein blöder Skelettmagier. Aber Albert, gute Sache, gute Sache. Hätten vielleicht auch 600 DP mitnehmen können, aber ich will mal nicht so sein. Passt schon. Ich habe halt immer noch keine Ahnung, ob wir die EP bekommen, wenn er den Gegner bezwingt. Das müssen wir jetzt nochmal bei einem Zoomfire versuchen. Ja, müssen wir. Man muss ja hier die Spielkonzepte auch mal testen. Im Skelettmagier hat gut funktioniert. Thank you.
Ach jo, also diese Hitbox, also da kriegst du doch wirklich Pickel am Hinterkopf. Also das ist doch Quatsch. Macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch Irrsinn. Ja, so ist gut. Albert unbesiegbar, genau, super Sache. Dann können wir den Sumpf hier doch noch leer räumen. Auch wenn in einer miserablen Geschwindigkeit. Und Albert nicht so stark ist wie der Logan. Aber dennoch kommt er halt besser zurecht als wir, weil der ist unbesiegbar. So, wie ist denn das? Wie sieht es denn momentan so aus? Das ist mal so im Inventar. Ein bisschen Inventur machen. Hat sich bisher schon ein bisschen was gesammelt? Genau, ich will nämlich gucken, was haben wir denn überhaupt an Spruch holen. Aber nichts allzu Wichtiges. Das muss ich jetzt ein bisschen im Blick behalten. Denn eventuell müssen wir den letzten Schlag machen. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Also wir machen es sowieso für die Praxis, für die Erfahrung. Also jetzt im Sinne von, ob er die Erfahrung für sich einstreicht oder uns gibt. Und in zweiter Linie machen wir so die Ingame-Erfahrung. Ne? So wollte ich es quasi formulieren. Gibt es überhaupt noch weitere Sumpfeier? Mal gleich sehen. Auf, jetzt drückt das Ding in die Ecke und gut ist. Ja, sieht gut aus. Hier speichern wir nochmal. Jetzt haus um. Mal gucken, ob ich die P krieg. Tatsache. Das funktioniert. Ich meine, klar, das kommt nicht zu unserem Kill-Counter, aber ganz ehrlich, das ist ja, wenn man es ganz genau nimmt, eh nur Schnickschnack. Ja, ganz recht, wir töten jetzt auch den Sumpfer hier. Und vielleicht auch den Sumpfgolem, sofern er dem Schaden macht. Das wird sich aber gleich herausstellen. Jetzt ist die Frage, lässt er von uns ab? Ja, sogar recht schnell. Theoretisch können wir sogar mitsäbeln. Sofern er die Aggro wieder auf ihn wechselt. Und das tut er. In diesem Fall probieren wir es auch gerne mit Sumpf rein. Macht nämlich auch nicht viel mehr, nicht weniger Schaden als der Albert. Insofern klappt es doch ganz gut. Zum unbesiegbaren Schutzschild vorne dran. Bin ich fast gewillt, noch weiter durch die Gegend zu laufen, wenn ich ehrlich sein soll. Von denen gibt es auch schön die Sumpfheilzähne. Die lassen sich zwar nicht für den Vollpreis verkaufen, aber sind auf jeden Fall sehr wertvoll. So, also wenigstens den Sumpf machen wir mit Albert. Das ist doch ein guter Plan. Da ist noch ein Sumpfhai. Aber erstmal will ich zum Golem. Okay, Albert, jetzt haben wir ein großes Problem. Du hast den falschen Gegner. Okay, jetzt muss ich hier tatsächlich stehen bleiben, weil der Golem, der ist auf mir. Und der Albert wird ihn erst im Nachhinein bemerken. Das ist jetzt wirklich ein bisschen unpraktisch. Los, Albert, du schaffst das. Und wenn du drückst den Sumpfhai irgendwie zu unseren Kollegen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ich darf mich überhaupt nicht bewegen. Heieiei. Egal, ich sehe, der macht gute Schläge drauf. Und das Schöne ist, der ist halt eh unbesiegbar. Also ich würde euch empfehlen, macht sowas schon mal gerne. Gerade wenn es sich vielleicht nicht vermeiden lässt. Also wenn man jetzt wie ich direkt wieder die Lernpunkte auf Tiertrophäen rausbatscht. Kann gut passieren, dass man sich da keinen Gefallen tut. Jetzt hoffe ich nur, dass der Albert überhaupt zurückkommt. Wenn der da hinten stehen bleibt, müssen wir rennen. Gute Schläge. Ich sehe es von hier. Gute Schläge.
vielleicht auch eine Idee wäre, ist schnell genug hinrennen. Weil es ja zu weit weg sein sollte für die EP, aber das ist, glaube ich, weniger. Das sollte kein... nicht irgendwie auf eine Reichweite limitiert sein. Mann, machen wir hier was für ein Quatsch, ne? Also das ist egal. Was sein muss, muss sein. Da ist er down. Da kommt er her und gleich geht er auf den Sumpfgolem los und hoffentlich macht er dem Schaden. Jetzt wird er aggressiv. Und nimmt Schaden. Ja, immerhin. Das ist in der nächsten Folge. Machen wir mit diesem Blödsinn weiter. Bis dahin. Tschüss.